damit begrüße ich auch die Häschen auf YouTube recht herzlich zum nächsten React. Da wir keine Streamclips-Videos aktuell zur Verfügung haben, die kommen ja erst alle am Mittwoch wieder, schätze ich mal, müssen wir uns mit was anderem begnügen. Und daher dachte ich mir heute, wir reagieren mal auf das Skyline-TV-Video im Shoppingrausch am Merch-Stand. Rotterdam 2024 TwitchCon. Mal gucken, was im guten Skyline-TV da so alles passiert ist. Also im Shoppingrausch klingt ja schon mal sehr spannend, als hätte er da sehr viel Geld verloren. Monetäre Inkontinenz und so. Passiert auf jeder guten Con. Auf geht's. Liebe Leute, herzlich willkommen auf der TwitchCon 2024. Ihr habt euch gefragt, haben wir hier wirklich einen Stream? Ja, ich habe es hier hinbauen lassen. Wir sind live. Ein wunderschönes, großes Kissen, auf das man gar nicht raufgehen kann. Man kann es einfach nur angucken, live. Ey, wie geil. Ich erinnere mich auch noch dran. Ich glaube, du hast eine Story oder sowas gemacht und genau. Hast schon gezeigt, dass dein Nickname einfach nicht gemacht ist für diese Batchdrucker. Ey, wie witzig. Leute, das ist dein Nickname einfach. Und du hast das Maximum komplett ausgenutzt, ne, bei den Zeichen. 30 Zeichen. Aber ist cool, glaube ich, oder, dieses Jahr? Cooler als in Paris. Es wirkt jetzt schon luftiger und die Abläufe auch noch viel, viel schneller. Wie ist der Kater? Schnurrt er? Hast du gestern getrunken? Nein, ich war mit dem Auto da. Ach so, okay. Es gab diese kleinen Shots, wo ich mir überlegt habe, kann man die trinken, aber ich habe es alles gelassen. Die waren echt gut. Die waren gut, ja, scheiße. Guck mal, wie gut die waren. Ja, ist alles vorbei. Hallo Chat, was geht? Hi. Irgendein Streamer wird heute solche Not am Strom haben, dass er hier Strom anzapft. Ich glaube, das ist nicht ganz so legal, wenn das jemand macht. Ich habe gestern auf der Dokumi schon jemanden gesehen mit diesem Sticker. Habt ihr ein globales Netzwerk? Oh, ihr operiert wirklich in allen Ländern? Ich habe über 20.000. Du hast von denen 20.000? Kriegst du dafür dann wenigstens irgendein Geschenkesub oder sowas von denen? Alter, okay. Ist das Mario? Schreibt jemand Großbuchstaben. Was? Wer ist das? Ach, wegen Super Mario. Also mal euch doch endlich mal aus meinem Chat. Was ist denn das schon wieder? Hallo, Alter. Ja, das ist der Twitch-Chat, wie man ihn zu lieben gelernt hat. Erst bei praktisch jedem Streamer ist es das Gleiche. Manchmal sind sie netter, manchmal sind sie fieser. Aber irgendwie gibt es immer solche Gurkennasen dazwischen, die irgendwelchen Schund schreiben. Oh, mein Gott. Immer diese Trolls, Alter. Springt er gerade gegen Fragezeichen-Block? Nein, also ist es nicht Mario. Ja, wann fahre ich denn endlich mal bei dir mit? Du bist LKW-Streamer. Wann immer du willst. Und man sieht deine Fahrten aus mehreren Kameraperspektiven. Ja, genau. Auch schon seit Jahren am Werk. Ja, 3,5 jetzt, fast 4. Ja. Ist mittlerweile 9 Kameras. 9? 9, ja. Moment einmal, du hast mehr Kameras als ich beim Tesla. Siehst du, dafür hast du mehr SIM-Karten als ich. Ich benutze nur 5. Naja, guck mal, ich habe ja im LKW noch die Sattelkupplung zum Beispiel. Eine Ansicht, damit man sieht, wie man rückwärts rangiert. Denn die Seiten, eine Reifenansicht habe ich, die ist cool. Die ist wirklich. Hast du es draußen befestigt? Das, ja, genau. Mit Small Rig Halterung, kennst du ja. Du schaltest in deinem Stream zwischendurch auf eine Cam, wo man einfach nur den drehenden Reifen sieht. Ja, genau. Das ist genau mein Humordruckverlust. Das ist geil, oder? Das ist wirklich eine super geile Perspektive, wirklich. Wenn du mitfahren willst, melde dich einfach. Kannst jederzeit mitfahren. Immer Neumünster, Hannover und zurück. Welche Waren lädst du dann immer so drauf? Da darf ich gar nicht drüber reden. Also DHL-Stücken, sage ich immer. Das ist halt DHL. Aber was genau ich war, darf ich nicht sagen. Ja, aber DHL hat was anderes auch als Pakete? Ja, ja, klar. Die haben auch große Sachen. Und werden die dann auch immer vor der Tür angeblich abgestellt? Dann weiß man nicht, wo das ist? Nee, das machen dann andere wieder. Also ich fahre nur ich sammle den Kram nur ein. Deswegen Shoutout an alle Leute, die nachts aktiv sind, nur damit andere Leute ihre Ware schneller bekommen, damit Veranstaltungen so stattfinden können, wie sie getaktet sind, damit natürlich Leute irgendwie über die Runden kommen können, geheilt werden, was auch immer. Ja. Das sind die ganzen Helden, die da nachts immer noch extra unterwegs sind. Wird ein bisschen unterschätzt manchmal tatsächlich. Adam, wir sehen uns. Druckverlust, vielen Dank, danke euch. Was mich mal an der Stelle jetzt interessieren würde, und zwar, er streamt aus dem LKW. Er ist ein deutscher Streamer und befindet sich vermutlich, zumindest überwiegend schätze ich mal, auf deutschen Straßen. Wo hat der das Internet her? Ich habe schon manchmal Probleme, hier zu Hause stabiles Internet hinzubekommen. Und der fährt auf der Straße und streamt dort live. Aus seinem LKW. SIM-Karten ahoi, aber hallo? Selbst das 4G-Netz ist in Deutschland ultimativ schlecht ausgebaut. Und das 5G-Netz, davon will ich gar nicht erst anfangen. Wenn ich mein Handy auf 5G stelle und ja, ich habe einen 5G-Tarif, das kriegt nichts rein. Weil es bei mir hier draußen in Hohenschönhausen gibt es nichts. Es ist Ende Gelände.
Wie streamt der Mensch? Ich habe noch nie in einen seiner Streams reingeguckt. Ich habe das immer nur bei Streamclips gesehen. Aber wie oft muss bei dem eigentlich dieses... Ne? Jeder kennt dieses Gesicht vor diesem blau-lila wechselnden Hintergrund da erscheinen, weil die Verbindung unterbrochen wurde. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie soll das sonst funktionieren? Ansonsten darf er mir gerne privat schreiben, Geheimtrick, wie man die stabilste Internetverbindung Deutschlands aufbaut. Fürs Warten. Also wenn irgendwo ein Licht fehlt, dann kann man das hier besorgen. Die sich alle so gegenseitig nachmachen, die haben auch so Cases, wo man dann die Mikrofone direkt reinmachen können, die sind clipbar, das ist genau wie bei DJI Mike. Und ich glaube, selbst Rode hat das inzwischen, ne? Das sieht nicht nur da so aus, hast du schon mal diese kleinen Ladeboxen für diese iPad Air Dinger oder diese Ohrstöpsel gesehen? Die sehen alle so aus. Scheint ein Patent zu sein, was sich bewährt hat. Guck mal, Farming Simulator hat ein bisschen gedowngradet, oder? Rein von der Standfläche. Die fahren hier keine Trecker mal rein auf die Fläche. Alter, dein Maul, hat McDonald's hier einfach einen eigenen Stand, oder was? Ich verstehe den kompletten Stand noch nicht. McDonald's kooperiert mit Assassin's Creed? Du startest das Spiel und siehst diese dystopische Landschaft und das macht da-da-ba-ba-ba, oder wie läuft das? Krass, ist eigentlich wirklich interessant. Die beschreiben zu jedem Spiel, welche kleinen Easter Eggs es gibt, die was mit McDonald's zu tun haben. Ach so, und ich dachte schon, weiß ich nicht, du läufst irgendwie, keine Ahnung, durch Fallout oder was, weißt du, und dann findest du irgendwann so ein verrottetes gelbes M, aber der Burger, der Big Mac, den du da drin noch findest, der ist noch frisch und essbar. Weil das Zeug verdirbt ja nicht, woran denn? Hier gibt's nichts zu essen, oder? Keine Ahnung. Na, Mitarbeiterin hat mir einfach nur gesagt, es lohnt sich. Weiß irgendjemand, warum er hier ansteht? Ja, vermute nein. Okay, da sind einfach Retro-Automaten drin. Die Leute stehen an, um an Retro-Automaten zu spielen. Ich sollte Mamma Mia sagen. Oh, der Ärmste. Wenn du Pilze frisst, wirst du denn größer? Lass es uns ausprobieren. How many bricks did you bring here? 125,000. Oh, holy. Holy. So, yeah. Oh, süß, das finde ich irgendwie geil. Die haben die einzelnen Logos nachgebaut mit. Ja, das ist knuffig. Ja, gar nicht Lego, sondern Klemmbausteine. Mhm. Das ist irgendwie süß, aber auch. Beängstigend. Aber auch interessant, dass es überhaupt da ist. Oh, das ist handgemacht. Das ist ja süß. So, are you a streamer or like. Oh, that's your Twitch channel. Are you streaming right now? XP05. Ah, ja. Folgt ihr mal alle, ganz random. Nice. So, you got around 180 followers, right? Yeah, maybe you got some more now, because we gave you a shout out. Okay, ich muss jetzt kurz überlegen. Wenn ich jetzt die Kamera neige, warte mal, ich versuche das gerade mal eben. Mal gucken, ob der Bot das mitmacht. Max B. L5. Das ist der helle Wahnsinn. Wird sie vielleicht, warte mal. So? Nö. Aber wenigstens passiert in meinem Chat mal was, auch wenn es eine völlig fehlgeschlagene Kommandos sind. Egal, folgt ihr. Das Befehl. Nicht neigen, richtig? Hey, du Witzka. Okay, aber wenn ich jetzt umblätter und die Motive stehen wieder auf der richtigen. Oh, das ist ja völlig verdreht hier. Chat, ich glaube. Ich habe irgendwas falsch gemacht gerade. Scheiße. Oh, ich mag ihn. Okay, das ist der minimalistischste Stand der TwitchCon bisher. Wir haben hier dann einfach eine Preisliste und da geht das los direkt bei 350 Euro. Oh, guck mal, wie breit das ist. Elden Ring. Ah, okay, das ist dann schon wirklich zugeschnitten auf dich. Ja. Oh, krass. Wie ist dein Kanal? Wenn es irgendwann mal klappt, dann gucke ich mir das mal an. CK1. Wenn ich mal irgendwann das Geld auch dafür hätte. Adam, ich wollte dich mal was fragen. Hast du Unterschriften? Ja, wenn Stift dabei ist, ja. Ja, die Sache ist nur, ich will eine Unterschrift von dir auf meinem Auto. Ja. Moin! Du hast gewartet, hallo! Ich hab eine hallo, Frage. Chef. Ja. Kannst du mir ein Tier mit zwei Hs
ein Tier, was keine zwei Hs drin hat, benennen? Affe. Okay. Nee, ein kurzer Tipp. Du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber du brauchst für deine Funkstrecke eine Verifizierung. Am Anfang, wenn du, bevor du nach der Trachtenkontrolle, ja, ist neben dem Glasaufzug, sitzt da einer. Der macht Überprüfung für Funkstrecke. Das ist ja witzig. Ich würde es dir auch raten, nicht, dass du nachher auch Ärger bekommst oder Probleme kriegst. Nee, das Kabel gebunden. Ja? Das ist Lavalier. Das Kabel geht von hier in den Schlauch hier rein. Aber ich habe das nirgendwo gelesen. Das Problem ist, es sind halt so viele Leute am Stream gerade. Ja. Das kann halt passieren, dass Frequenzen sich überschneiden. Ja. Das heißt vielleicht irgendwann mal, dass du von irgendeinem anderen den Stream in deinem Stream hörst. Oder dass die Bühne dich hören kann. Aber sind die auch geeicht? Weil du musst ganz am Eingang musst du die eichen lassen. Das liegt daran, dass es hier verschiedene Schokoladengrößen gibt. Und das wäre halt schade, wenn du eigentlich jetzt hier die normale Vollmilch essen möchtest und dann hast du auf einmal Erdbeeren im Mund. Oh, warum komme ich nicht auf sowas? Das ist einfach genial. Das ist Alpenmilch von Rittersport. Warte mal, du hast die eigene hier mit deinem eigenen Logo? Ja. Und das ist noch nicht mal aufgeklebt? Nein, wenn nicht noch zwei, drei. Online? Online. Ah, okay, krass. Cool. Für einen Bruchteil der Sekunde habe ich gedacht, du hast ein Mikrofon. Ja. Hallo, hallo? Hallo? Oh, ich höre mich auf der Bühne. Frequenzproblem, du musst es eichen lassen. Ja, komm, einen kleinen Mitleidskauf können wir noch machen, ne? Oh, er hat so einen Spaß, das ist so geil. Der Depotmarkt hat hier eine Außenfiliale. Oh, guck mal, da gibt's Crocs. Oh, wie süß. Croc-Tassen, Croc-Krüge, Croc... weiß ich nicht, was... und Croc-Plüschis. Geil. Holy, 90 Euro, aber dafür komplett handgemacht. This is cute. I would buy this one. No. Perfect. Thank you. Thank you. Oh, wie geht's dir so? Jetzt viel besser, denn ich habe meine Kaufsucht befriedigt. Morgen wird übrigens genau diese Veranstaltung wiederholt, aber da es morgen die Wiederholung ist, wird der musikalische Part gemutet sein. Wir wollen ja realistische Bedingungen haben. Nein, wo sind eigentlich die 5 Euro von der Socke, die gestern? Ach so, ihr wart gleich dabei. Das war ja gar nicht am Stream. Ich wollte das Geld nicht haben. Doch, ich habe die 5 Euro noch. Ey, ihr müsst das gerade nicht verstehen. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich habe noch 5 Euro. Das ist wohl der sicherste Geldspeicher, den man auf so einer Veranstaltung haben kann. Niemand geht an deine Schuhe oder Socken ran. Niemand. Also wer dir im Laufen die Schuhe und Socken klauen kann, an das Geld da drin zu kommen, Hut ab. Oder Schuh aus, je nachdem. Ah, schön. Wir waren ja gestern noch ein bisschen wir waren noch unterwegs. Und da hat eine Streamerin mir Geld geben wollen und ich wollte das Geld nicht haben. Und dann hat sie angefangen, das mir halt reinzustecken. Und das ist jetzt halt... Aber die gebe ich woanders raus. Nicht, dass sie denken, die haben das jetzt von meinen Füßen. Aber es riecht gar nicht. Ich habe echt immer Glück mit Füßen. Better luck next time. Shit, scheiß die Wand an. Niete. Ich glaube, Leute, wir haben Scam-Betrug aufgedeckt. Gambling, so sometimes you have no luck. No way. Und du hast natürlich was gewonnen. Ja, natürlich. Du kannst auch behalten. Nein, das Geschenk kann ich nicht annehmen. Who is she? Ich glaube, hätte ich die ganze Zeit weitergespielt, ich hätte nur noch weiter Nieten gezogen. Also es musste so jemand kommen wie du. So, let's go. Der hat aber nicht richtig gegriffen. Wegen Setup willst du was fragen? Ja. Ich liebe Fragen zu IRL Setup. 2 bis 4.000 hättest du für das Setup? Ja. So viel kostet bei mir ein 5G-Modem. Naja, das sind halt Industrie-Modem. Was soll ich da machen, Chat? Stellt euch jetzt hier auch an? Nee, stellst du dich gerade an? Ja, ich bin gerade ein offizieller Ansteller jetzt. Ja. Ich habe abgestimmt extra im Chat, ob ich 20 Minuten mich jetzt hier anstelle, nur um ehrenlos für mehrere hundert Euro dann Twitch-Merchandise zu kaufen. Was sagst du dazu, Adam? Wo hast du das gekauft? Da drinnen. Do you want to work for my company?
I'm the leader of IRL Productions in Germany. So Leute, also wir haben hier unseren kleinen Quellekatalog. Trinkflasche, Kissen, Teddy. Ah, schön. Bei dem Teddy steht aber auch nur Twitch drauf, sonst nichts. Ansonsten spielt dieser Teddy jemals eine Rolle in irgendwelchen Streams? Das ist aber auch ein bisschen einfallslos, ne? Ich meine, es gibt ja einerseits das Twitch-Logo, das ist ja diese Sprechblase da mit den zwei Äuglein drin, ne? Und andererseits hat den Twitch-Schriftzug. Und ich finde irgendwie, man hätte, also gerade bei so einem Pullover, wo den so ein Teddybär hat, man kann halt ein bisschen designmäßig was draus machen, ne? Also meinetwegen blendet man da irgendein Pseudo-Chat rechts ein oder weiß ich nicht, ne? Und ja, also Designideen gibt es da viele und dass sie dafür dann 35 Euro wollen, bloß dafür, dass das halt ein Teddybär ist, der dann den Twitch Pullover trägt, der nur in Twitch lila ist mit dem Schriftzug. Ja. Marketing durchgespielt. Oh, was liegt vorne? 36. Der Teddy? Oh, ganz viel. 42. Die Cap? Ey, kann das sein, dass wir uns ein bisschen auseinanderentwickelt haben? Ihr habt überhaupt nicht mal meinen Geschmack. Ich brauche eine Zahl von 1 bis 45, ohne dass du irgendwo auf die Artikel guckst. 42? Ja. Es ist nicht dein Ernst, das ist wieder die Kappe. Nenn mir eine Zahl von 1 bis 45, ohne jetzt irgendwo hinzugucken. 43. Okay, danke. Excuse me, sir. Can you just choose a number from 1 till 45 without watching at this, without looking at these numbers? Was direkt erkannt, dass ich kein Deutsch kann. Was ich aber interessant finde, also jetzt mal von der sehr skurrilen Situation jetzt gerade ab, dass der andere doch plötzlich Deutsch spricht, mir ist gerade so aufgefallen, er hat eine ganz andere Englischstimme, als seine Deutschstimme klingt. Aber das habe ich bei mir selber ja auch schon beobachtet. Das ist irgendwie, ich finde das faszinierend, dass man dann irgendwie eine andere Stimme benutzt hat, weiß ich nicht. Es klingt zumindest ein bisschen anders als gewöhnlich. Excuse me, sir. Okay, Chad, was kostet der Scheiß jetzt? 414 Euro. Also ich würde auch kurz sagen, privat bin ich nicht so einer, der so große Tüten voller Einkäufe mit nach Hause schleppt. Oh Gott, das ist so schwer. Oh nein, das ist so schwer. Ey, mach da! Professionell. Ja, ich war ein bisschen shoppen. Und du hast deine Brotdose dabei? Ja, das kennst du schon. Nein. Ich habe die Autogrammkarte. Und du gibst Autogramme hier? Mit Twitch-Socken an auf dem Foto? Ja, hab ich auch. Oha, okay. Wie viele Autogrammkarten hast du denn heute unterschrieben? Noch keine. Du bist der Erste. Läuft. Ja, aber ich will gar nicht. Ach so, sorry. Entschuldigung. So, nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ich wollte eigentlich heute Morgen, wollte ich schon fragen, als du noch gar nicht da warst. Richtig, auch mit so krassen Wo hast du das denn machen lassen? Das hab ich selber gemacht. Hast du jetzt eigentlich so eine Marketingfirma hinter dir oder was? Moin! Weil ich renne hier mit so einem viel kleineren Selfie-Stick durch die Gegend. Oh, mit Smiley sogar. Ja, mach ich immer. Vielen Dank. No. Und lass kurz abkühlen. Ich habe eingekauft. Das hätte ich auch mal auf meiner Amazon-Liste. Ich habe dieses Leuchtschild von Twitch. Das ist diesen wunderschönen Pulli hier. Ja, soll aber nur L sein. Und dann haben wir eine sehr hässliche Cap. Wahrscheinlich asiatisches L, was dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen plötzlich wieder Riesen passt. Ja, die Caps sehen aus wie der Ton. Dann habe ich diesen Pulli random aussuchen lassen. Oh, komm schon. Ja, gut. Ich muss an der Stelle sagen, Chat, kommen bestimmt auch wieder bessere Streams, wenn ich mir das hier so gerade angucke. Außerdem völlig random. Also ich finde das toll, ne? Also. Gut, der Stream war dann vielleicht ein bisschen lange, hat mich, weil da konnte er ja schlechter schneiden, aber hier so den Zusammenschnitt, das Video, das finde ich toll. Ich habe meinen Spaß. Ausgesucht wurde eine klassische Cap. Die geht immer. Dann habe ich noch eine Trinkflasche zugewiesen bekommen. Die wurde zufällig gewählt. Mhm. Oh, wir haben einfach zwei Trinkflaschen. Ist ja kein Wunder, Chat, dass das alles so schwer ist. Okay, Magda, jetzt ist die Sache. Ja? Oh, ich bin im Untergrund. Das ist ja leise hier. Der Teddy war ausverkauft, Chat. Deswegen war der nicht mit dabei. Ey, wir müssen echt aufpassen, weil das hier gehört gar nicht uns. Das ist vom Sofa. Ich wollte das gerade versehentlich einstecken. Geil, hier ist dein Kissen. Das soll dir gehören. Danke. Ich hab die Quittung nicht, oder? Tschüss.
alles ausgepackt. Leg da erstmal tanzen hier. Meine Hosentaschen sind voller Bonbons. Du hast ja jetzt heute schon wahrscheinlich genug Müll angesammelt. Dann wollte ich dir noch ein bisschen mehr. Und wo das herkommt, gibt's schon mehr, gell? Dankeschön. Ich bin der, weißt du noch, wo wir uns fast geküsst haben? Gamescom-Laden mit dem Weingummi. Hast du mich vergessen? Das Problem ist, Männer küssen sich immer nur aus Spaß und nicht aus sexueller Vorliebe. Entsprechend gibt es da ganz viele schon, die da in Frage kommen. Ich bin einer von vielen. In dem Fall ja. Ich sag immer von vornherein, das ist nur ein One-Night-Stand. Unser Kuss ist mein Offline-Screen. Wirklich wahr? Ja. War auch das letzte Mal, dass ich hier Probleme hatte. Ich kann nicht mehr. Kann ich dich trösten, so wie meine Eltern mich damals immer getröstet haben, und zwar mit Materialismus? Ja. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall auch für große Köpfe. Hallo. Ach geil, guck mal, hier ist so eine kleine Spieloase, wo die Leute gediegen, entspannt puzzeln können. Geil, hier ist ja richtig chillig hier, kann man so ganz in Ruhe puzzeln und so. Das ist ja geil. Wo mach? Das war jetzt kein Lottogewinn, kein Jackpot-Tag. Also das war wirklich der kürzeste Feueralarm, den ich jemals irgendwo in meiner Gebäude erlebt habe. Wenn das jetzt nochmal passiert, dann nehmen wir es nicht mehr ernst, oder? Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dieser Pulli gehört jetzt dir. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist ein ehrenloses Puzzle. Das sind aber tausende Pikachus. Wie viel Energy muss man dafür trinken, damit man das irgendwie puzzeln kann? Oh, keine Ahnung, aber das ist ein Puzzle aus der Hölle. Das Puzzle gesehen haben wir uns gerade gedacht, nee, lassen wir das. Das ist ja unfassbar, ja, bei dem Super Mario, da kommt man, glaube ich, noch irgendwie zu. Wir haben auch gerade unsere Probleme. Where are you from? I'm from here. Oh, you're Netherlands? Yeah, yeah. You're Dutch? Yeah, you're German, aren't you? Yes. Oh, du sprichst Deutsch? Ja, ein bisschen. Boah, das hast du so komplett akzentfrei gesagt. Meine Mutter ist Deutsch. Wir lernen ein bisschen Deutsch in Schule, aber... Beide Fremdsprachen, die vor allen Dingen in den Schulen gelernt sind, wahrscheinlich Englisch und Deutsch, oder? Fremdsprachen, ja. Ja, ja. Aber nicht Luxemburgerisch. Haben die Luxemburger überhaupt eine eigene Sprache? Ich dachte, die sprechen Deutsch. Twitch-Logo mit ein bisschen. Also Deutsch und Französisch. Besser als nichts. Besser als nichts, ja. Ich glaube, ich nehme eine gute Wahl. Da ist das Logo auch sehr geil, ne? Ja. Ist ja die Fischermützen endlich los. Die Aktion nennt sich Adam ist barmherzig. Also wird immer abgekürzt AIB. Und bedeutet, dass ich einfach immer völlig viel zu viel Geld in diesen Twitch-Store-Dingsbums vergeude und dann halt anfange, die Sachen loszuwerden, damit ich diese Sachen nicht mit nach Hause nehmen muss. Und zwar, ich wollte mir einen Profi-Tipp abholen. Wie machst du das, dass du keine Abbrüche hast? Ja, ich stream halt mit Kameramännern, die auch von der Optik her seriöser sind als... nein, Spaß. Aber ja. Eben einen italienischen Streamer abgekauft für 10 Euro. Weil er Hühnerrap hier heißt, deswegen fanden wir witzig. Er auch. Cool. Du bist ja auch in einer ganz besonderen Mission hier unterwegs, oder? Ich bin ein bisschen verkleidet, ja. Ich muss einfach sagen, halt, für mich ist es eher ungewöhnlich, die ganze Zeit mit... Er hat so ein bisschen was von Jason Derulo, ne? Derulo. Derulo, Mensch. Derulo. Jason Derulo. Einem Basketballkorb, das stinkt. Das ist ja nur so ein kleiner und der ist ja keine richtige Stange. Wo ist der Ball? Den habe ich im Hotel gelassen. Aber du bist heute schon der Zehnte, der mich drauf anspricht, wo der Ball ist. Und ich muss ihn morgen mitnehmen, glaube ich. Ich glaube auch. Okay, let's go. Oh, die Schwierigkeit ist, dass das Ding gar nicht so richtig reinkommt. War drin gewesen. Das ist wie es Gamble-Trug. Warte, ich mach Frisbee-Style. Oh, wie knapp. Du bist fast mein persönliches Tageshighlight hier. Das freut mich. Das ist aber leicht. Gell. Möchtest du diese attraktive Trinkflasche haben? Ja, nicht? Ja, also. Super, dann. Wenn du magst. Ja, klar. Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, dass du zur Annahme dieses Artikels nicht verpflichtet bist. Nee, nicht. Danke. Danke, ja, nee, geil. Kann ich wirklich brauchen. Glaub. Das ist cool. Danke, okay. Freut mich. Sehr geil. Schön, viel Spaß damit. Gemeinsam. Tschüss. Danke. Ich glaube, wir sind so auf einer Wellenlänge. Da braucht man erstmal 2-3 Sekunden, bis man Begeisterung teilt. Es gibt aber auch Menschen wie mich, die, also ihr seht, ich kann lachen. Ich kann richtig herzhaft lachen. Und ich find Dinge schön und so. Und ich kann mich über Dinge freuen. Aber das ist halt so jetzt
so für mich. Ich sitze jetzt hier halt vorm Computer und kann mich einfach für mich amüsieren. Ich habe so das Gefühl, ich bin für mich alleine. Wenn ich in Gesellschaft bin, klappt das nicht mehr ganz so gut. Da wirklich oft ein bisschen teilnahmsloser. Hallo. Oh, hier werden Kontakte verknüpft. Ja. Hey, woher kennst du sie denn schon? Ich hab sie entdeckt. Ich bin ihr Mentor. Oh, bei Tobi. Also, ich habe jetzt nur noch 3 von ungefähr 9 Sachen, die ich vorhin gekauft habe. Das ist meine. Kriegt man die schon wieder? Ach, hast du die 1:1 so getragen? Die gibt's zu kaufen. Die habe ich seit letztem Jahr trage ich die fast daily. Ja, die gibt's ja. Digga, was ist das denn? Ich, das hat, ja, W, die ist geil. Du musst nachher noch zu dem einen Stand. Ich schreibe dir, du musst dir noch einen Sticker holen. Und? Und? Und sie sind? Teufelsbubas. Extra groß. Hat eine Künstlerin gemacht, eine sehr begabte. Der Mann war super gehypt, hat so auf Englisch so gesagt, that's my wife, she's very good in art and big boobs and thick demons and stuff. Und er war sehr stolz drauf. Geil sieht das aus. Sag, guck doch mal, geil sieht das aus. Reden wir von dieser Messe hier gerade? Von dieser Messe. Ein Sexualbereich in dieser Artist-Alley. Ist dir der etwa entgangen? Ich glaub dir kein Wort. Okay, bis später. Tschüss. Ich glaub dieser Aufkleber ist doch nicht Twitch-konform und diese Frau schon mal komplett gar nicht, oder? Ich lieb's! Es ist so genial! Oh, bitte! Bitte einfach weitermachen, ja? Hallo, Michelle. Hallo, das ist Adam. Die grillt einfach. Wir haben uns vorhin schon gesehen. So, ja, das ist mein Plastikkind. Also, Stieftochter. Das ist immer die größte Ehre für Stieftöchter, Stieftochter genannt zu werden. Ich weiß. Ich will eigentlich hier nur raus. Und jetzt hat sie dich wieder gesehen. Toll. Ah, na gut, sie hat den Charakter gesehen. Ich mag sie. Wir gehen. Hast du den Stream gestern anscheinend dann nicht gesehen? Also warum ist denn hier die Hälfte der Leute völlig verschallert? Also kannst du das transparent einmal mit euch hier besprechen? Was ist denn los mit den Menschen hier? Dazu möchte ich kurz was sagen. Du befindest dich in den Niederlanden. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Tulpen werden da wahrscheinlich nicht so konsumiert. Die werden da eher verkauft. Nach außen hin. Was unter der Ladentheke gehandelt wird, steht auf meinem Tablet. Girato! Hey! Girato, nimm dich in Acht. Die Hälfte der Menschen hier hat Sonnenstich. Und zwar bekommst du das Original Licht-Twitch-Logo. LED Glitch-Wall-Light. Weil das kannst du dir richtig schön in den Hintergrund packen und hast immer einen Eyecatcher. Die Leute folgen dir dadurch automatisch. Ich kann mir doch nicht mehr raten, was ich bei mir zu Hause hängen habe. Du hast das schon. Hallo, Adam. Wie geht es dir heute? Machst du irgendwie so Roleplay oder so? Voice-over Roleplay nicht, aber Hörspiele. Machst du Hörspiele? Ich mache bei Hörspielen mit, auch bei Live-Hörspielen. Bei hörtalk.de gibt es eine ganz große Community. Da gibt es auch einen Discord, wo wir live Hörspiele mit einbringen können, jeden Donnerstag oder halt im Auftrag. Wir können Externe reinkommen, die sagen, hier, ich brauche jemanden für ein Hörspiel, die und die Rollen gibt es zu vergeben, dann bewirbst du dich mit der Stimme und dann suchen die aus. Das ist ja nice. Aber guck mal, wie ich das herausgehört habe. Also war wahrscheinlich nicht schwierig, aber sofort. Es ist leider nicht mehr so viel. Ja, ich habe 2 Artikel und was ich dir... Gibt halt so Menschen, die haben halt so eine Hörbuchstimme, ne, von vornherein. Und du denkst, okay, der spricht, weiß ich nicht, Gandalf, den Grauen. Bieten möchte, ist diese hässliche Kappe. Leberwurstfarben. Ja, kann man so sagen. Ich finde jetzt, für mich hat sich der Kauf gelohnt, weil du dich so sehr drüber freust. Ich freue mich immer über Free Stuff. Der Gemütlichkeitsdutt. Ja, ich habe auch Crocs an. Ey, du bist die Nächste. Das scheint eben Trend zu sein. Diese Twitch-Con ist wirklich crazy. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich sonst den Tag nicht überlebe.
glaube, es ist gar nicht mal das Element, was hier am meisten auffällt. Was, Marc, was zum Henker ist das denn hier? Das ist doch eine Fälschung, Leute. Das ist eine Edding, da kannst du wie ein Kugelschreiber oben drauf drücken. Ich hab gedacht, du meinst hier eine Kamera. Also, richtige Kamera. Also, ja, ich hab diesmal ohne Kameramann. Deswegen mit Chili Ton und Chili Bild. You gotta like this one. Oh, what's this? Those are my lightsabers. Oh, cool. So, any Star Wars fans in chat? Garantiert. I have been busy getting these. Oh, that's nice. Yeah, one of the coolest ones that we got as well is we changed the shutter speed on the camera and we got this one out of it. Oh, krass. Geil. Ja, so kann man geile Fotos machen. Mm. Do you want a present for me? Because I bought a full bag of things and I got the last thing. And the last thing is, so you can't choose anymore, oh, dude, this completely new pullover. I think my dad's going to like it a lot. Oh yeah, or for your dad as my well. My dad isn't necessarily a stream fan or a Twitch fan, but he's somebody that has been pretty active with like a bunch of his old friends that used to stream back in the day. Yeah. Those friends stopped streaming a long time ago, so this might be like a very beautiful reminder for him to hopefully think back to old vlogs and old friends. That's a good idea, and I can't wait when he's wearing this thing in the supermarket and other people asking him about some Twitch things. Yeah, that's one of the things which I really hope that, yeah. So it's either you get the Dutch people that are extremely stellar in English, and you get the Dutch people that, like, how are you? Are you good? Yes, I am good. That kind of English, if you know what I mean. This is a stereotype I just know from German people. Yeah. Oh, I shouldn't laugh at that. I'm so sorry because of the entirety of being German. Oh, I'm gonna get canceled before I start screaming. Oh. Do you speak also German? Huh? Ein kleines bisschen. Bisschen, ja? Ein bisschen, Mostly for my father, he knows a little German. Okay. Die sprechen die meisten Deutsch. Seid ihr öfters mal in Deutschland schon gewesen? Was? So, back in the day, me and my father used to do a lot of cycling. What do you say about our Fahrradwege? Yeah? Stellar. Die deutschen Fahrradwege? I mean, it's filled with surprises, and the surprises with coming in the form of cars coming at you 200 kilometers an hour. Ja, genau. You just have to make sure you're awake, like, you get a sore neck just by looking around every single time, like you're in the Five Nights at Freddy's office, for instance. Just making sure, like. Ja, die mischen oft die Straße zusammen mit den Fahrrädern. Dude, it's a f***ing nightmare. Yeah. Especially in Switzerland as well, how you're going uphill and nobody takes you into account, so you're on the verge of either meeting the cliff or meeting a car. Worst case scenario, both. lieben Dank, dass wir wieder mit dabei gewesen seid. Ein kleiner Augenblick mal eben. Der Typ, mit dem er sich gerade unterhalten hat, dessen Vater hat alte Freunde, die früher mal gestreamt haben? In was für einer Welt sind wir bitte angekommen? Ich meine, ich finde das toll, ne? Aber gucke ich mir meinen Vater an? Ich habe meinen Vater unheimlich lieb. Überhaupt keine Frage. Aber mit Computern? Hat weder er noch sonst irgendjemand in seinem Bekannten- oder Freundeskreis auch nur eine entfernte Berührung. Ich bin froh, dass ich ihm Ubuntu andrehen konnte auf seinem Laptop. Das hat mir ein bisschen Arbeit erspart bei der Systempflege. Aber Gaming? Nix da. Gibt's bei ihm nicht. So, ich glaube, Adam ist gerade dabei, sich zu verabschieden. Schauen wir nochmal rein. Hier bei dem großen TwitchCon-Stream 2024. Oha, hier ist ein ERG-Tisch. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, dass ihr eine Menge Spaß hattet. Wir haben alles erkundet gefühlt. Danke für die Unterstützung, die diesen Stream hier auch ermöglicht hat. Macht es gut. Viel Spaß mit dem Abspann. Als VIP auf skylinetv.live genießt du Zugriff auf alle Stream-Aufzeichnungen der Vergangenheit. Auch auf diesen Stream. Sehr schön. Ja, wisst ihr Bescheid? Ich bedanke mich auf YouTube sehr vielmals fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über nette Kommentare und Däumchen nach oben freuen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal, beim nächsten Stream, beim nächsten React, beim nächsten Let's Play wieder ein. Würde mich auf alle Fälle freuen, euch in den Kommentaren oder im Chat zu lesen. Wir sehen uns, bleibt fluffig und bis dann. Ciao, ciao.